Herzlich willkommen bei Wunder heute. Unser Studiogast ist Gero Herrendorf aus Bern. Als ich seine Lebensgeschichte das erste Mal hörte, da war ich mit dem Auto unterwegs und ich kann Ihnen sagen, es hat mich tief berührt, mir liefen die Tränen runter. Gero ist im letzten Weltkrieg, 2 Jahre vor Ende des Krieges, zur Welt gekommen, hat dann zwischen seinem 2. und 3. Lebensjahr 3 Schreckerlebnisse mitgemacht. Die Folge war ein schweres Stottern. Später war er dann auch noch in Drogen gefangen. Er hat es mal so beschrieben, dass er gesagt hat, mein Leben war ein Leben von einem Rausch zum anderen. Aber Gott sei Dank blieb es nicht so. Kam es dann später zu einer totalen Wende und das werden Sie jetzt auch gleich miterleben. Gero, zuerst einmal herzlich willkommen, dass du dich bereit erklärst zu diesem Interview, weil es ist ja auch immer so eine Sache, dann auch ganz offen über Probleme zu sprechen oder Dinge preiszugeben. Also vielen herzlichen Dank, dass du da bei uns bist. Zu meiner ersten Frage. Ich habe es erwähnt, Schreckerlebnisse in früher Kindheit, die können ja traumatisch sein oder eben gravierende Folgen haben. Bei dir war das Stottern. Erinnerst du dich an diese Erlebnisse? Also eigentlich nicht. Es ist so, dass ich an die Kindheit, wenn ich mich erinnern will, das ist wie ein schwarzes Loch alles. Ich habe so 2, 3 Sachen, woran ich mich erinnern kann. Und das eine ist, dass ich so wie ein weites Feld habe ich vor Augen und dann am Ende, am anderen Ende alles in Flammen. Das ist das, woran ich mich erinnere und das Hören von diesen Bomben, wenn sie fallen, das pfeift dann so, oder wenn die Tiefflieger kamen, als wir auf dem Fluchtweg waren, dann immer dieses, dann hat sich meine Mutter über uns Kinder geworfen, über meinen Bruder und mich, um uns zu schützen. Und das habe ich noch als erwachsener Mensch, wenn ich einen Jet fliegen hört, zuckte ich zusammen, noch als Erwachsener jahrelang. Aber viel mehr weiß ich nicht aus der Kindheit. Also nachher dann natürlich, als ich dann 8 Jahre alt war oder so, als wir in Ost-Berlin aufwuchsen, die russischen Soldaten und so, die eigentlich sehr, sehr kinderlieb waren und uns immer Essen gegeben haben, weil wir hatten Hunger und da war nichts zum Essen da und so. Aber sonst an die Schreckerlebnisse, das ist alles weg, das ist nicht da. Aber es ist eigentlich erwiesen, dass man sagen kann, durch diese Schreckerlebnisse kam dann dieses Stottern, das dich ja schwer eigentlich auch so belastet hat. Das war eine große Last, die du mit dir rumgetragen hast über viele Jahre hinweg. Und du hast ja auch einige Dinge unternommen dann, um damit umgehen zu können. Was waren das für Versuche? Also meine, in der Schule waren mal die ersten Versuche, mir Luft zu verschaffen, dass ich angefangen habe zuzuschlagen. Also wenn mich jemand gefragt und hat in der Schule und ich wollte antworten, das kam nicht heraus und man fing mich an nachzuäffen oder so oder auszulachen, dann mit der Zeit habe ich unglaubliche Aggressionen entwickelt und habe mich dann physisch angefangen zu wehren. Das war dann meine Art von Kommunikation. Und ich habe dann, als ich so 16 bis 18 ist das gewesen, so war ich in so Sprachtherapien, nicht? Ich habe das ja jetzt noch ein wenig, aber zu der Zeit, ich habe also eigentlich kein einziges Wort fließend reden können. Das war unglaublich. Und naja, der zweite Arzt hat das auch aufgegeben. Er hat einfach gesagt, also das Einzige, was mir hilft, wirklich hilft, ist, wenn ich einen Schluck Alkohol nehme. Das löst irgendwie, und das war so, es war phänomenal, wie mir das geholfen hat, wenn ich einen Schluck Alkohol gehabt habe. Gerade das Stichwort Alkohol. Auf der einen Seite hat es gelöst, deine Zunge gelöst, auf der anderen Seite, muss man sagen, hat es dich in eine schwere Abhängigkeit geführt. Ja, ich meine, das war klar, als ich realisierte, dass Alkohol mir hilft. Und ja, noch mit dem Rat vom Arzt noch hinzu, sogar mit seiner Erlaubnis offiziell.
habe ich natürlich angefangen. Er hat mir gesagt, wenn ich irgendwohin aus, zum Beispiel auf ein Amt, und ich muss sagen, wie ich heiße und wo ich wohne und alle so klare Angaben irgendwo machen, soll ich vorher doch ein, zwei Gläschen nehmen. Das wäre das Einzige, was mir wirklich hilft. Und das war so. Und dann, ich bin dann nachher zur Seemannsschule, weil ich wollte immer Seeoffizier werden. Und ich bin dann eine Zeit lang zur See gefahren auch. Und ich würde sagen, bei der Seefahrt, obwohl man sie christlich nennt, die christliche Seefahrt, da wird viel getrunken. Und ich muss sagen, als ich mit 20 zurückkam nach Hause, habe ich realisiert, dass ich irgendwo abhängig bin. Also das heißt, wenn ich den Kühlschrank aufgemacht habe zu Hause, habe ich gesagt, der ist ja leer, das ist ja nichts im Kühlschrank. Sagt er, wenn du da warst, der ist doch voll. Sag ich, da ist keine Flasche drin, oder? So, also klar habe ich viel vertragen, aber ich war schon auf dem Weg in die Abhängigkeit. Stichwort, du hast gesagt, zur See fahren oder Seeoffizier werden. Und das war ja ein Traum von dir, ein Berufsziel. Und dieses Ziel musstest du aufgeben. Was war eigentlich der Grund? Es waren eigentlich zwei Sachen. Also das eine war klar, ich merkte schon auf der Seemannsschule, dass ich mit meinem Handicap nicht Offizier werden kann. Das heißt, wenn ich, wenn ein Schiff in Seenot kommt, jetzt hat man es gemerkt, gell? Und man muss ein Rettungsboot zum Beispiel zu Wasser lassen, dann hat man vielleicht 25 Kommandos zu erteilen als Offizier von der Kommando. Brücke. Und ich kann mich ja nicht dahin stellen und krieg kein Wort raus und die saufen mir alle ab. Also so. Und das hat man mir auch zu verstehen gegeben auf der Schule, wenn wir mussten das ja üben, oder? Und da war dann ein Offizier mit einer Staubuhr dabei. Jeder Einzelne musste dann mal einen Offizier üben. Und ein Boot zu Wasser lassen. Und dann hat es geheißen, hör auf, das Schiff ist schon längst abgesoffen und so. Und einfach so. Also das war das eine, dass ich merkte irgendwann mal, ich habe keine Zukunft. Ich bin zwar eine Zeit zur See gefahren, ich wollte einfach, hatte das im Kopf, aber ich merkte, ich habe überhaupt keine Zukunft. Ich hätte vielleicht ewig Vollmatrose bleiben also müssen und Ende. Hier wäre Schluss gewesen, oder? Wenn ich das überhaupt geschafft hätte. Und die zweite Geschichte war, dass ich mir mit einem Erlebnis in Texas, in Houston, im Hafen, kam ich mit einer Frau zusammen, mit einer Hure. Und es war eigentlich mein erstes Erlebnis in meinem Leben mit einer Frau. Und ich habe mir Syphilis geholt dort. Und das hat man dann zum Glück auf dem Schiff, hatten wir einen Arzt, der hat es dann gemerkt, dann konnte man mich mit Penicillin, also sofort nachher behandeln, was nicht erst ins dritte, vierte Stadium also nachher gekommen ist. Aber ich wurde aufgrund also von der Erkrankung nachher also entlassen. Ich war in Quarantäne auf dem Schiff auf der Rückreise und so. Der Einzige, der sich reingewagt hat, war der Captain vom Schiff. Das war so ein alter Seebär, der hat im Weltkrieg auch, also war er Captain auf dem U-Boot und der hat gesagt, ja, er hat alles gehabt in seinem Leben, er hat keine Furcht. Und er hat dann, das war um die Weihnachten herum, mit mir so ein Glas Sekt getrunken, angestoßen, hat mich ein bisschen getröstet. Das war der Einzige, der sich da reingewagt hat. Und so, und ich wurde dann, ja, im Hafen hat man mich richtig abgeholt mit der Polizei und so. Also es war zu der Zeit eine ganz schlimme Sache. Geheißen, ich kriege keine Kinder mehr und ich wollte doch so gern auch eine Familie haben, Kinder, eine Frau und ja, einfach so. Und da ist wie alles, die ganze Zukunft ist wie zusammengekracht, wie so ein Kartenhaus, ja, oder ein Luftschauer, wie man auch sagen will. Einfach die ganze Zukunft war für mich plötzlich im Eimer.
Später kam ja auch dann noch Drogen dazu. Kann man sagen, dass das durch diese Erlebnisse war, auch letztlich quasi ohne Zukunft, Berufswunsch musstest du aufgeben, Geschlechtskrankheit, alle diese Dinge, dass du da nachher zusätzlich zum Alkohol auch noch andere Dinge genommen hast? Kann man das so sagen, Gero? Ja, ich muss so sagen, eigentlich fing alles an. Ich hatte ja, wie, um eine Zeit fließend reden zu können, habe ich ein Quantum an Alkohol gebraucht. Und irgendwann mal kam ich an einen Punkt, wo ich, ehe ich reden konnte, war ich völlig betrunken, weil das immer zugenommen hat, ja. Und ich bin auch hier mal zu einem Arzt gegangen, habe ihm mein Elend erklärt und er sagte mir dann, also er könnte mir hier helfen und hat mir ein Medikament verschrieben und er hat gesagt, es würde mich enthemmen. Und das hat mich wirklich auch enthemmt. Ich weiß jetzt heute im Rückblick, dass das Amphetamine war. Und ich habe wirklich den Alkoholkonsum eine Zeit reduzieren können. Merkte aber, ich hatte zwar keine, also ich muss sagen, weniger Hemmungen. Es gibt so einen schönen Witz, den erzähle ich jetzt nicht wegen Valium. Und aber ich konnte eigentlich nicht fließend reden. Das war meine Schwierigkeit. Ich habe mir weniger daraus gemacht, weil ich eben leicht enthemmt war. Aber das hat mir nicht gefallen, oder? Und dann habe ich wieder Alkohol dazugenommen, hatte ich zwei Sachen. Und so habe ich jahrelang dann, also echten, schweren, also Missbrauch mit Amphetamine in Kombination mit Alkohol gehabt. Und nachher, ich muss so sagen, auf meiner Suche nach Wahrheit, ich hatte immer so Fragen in mir, wo komme ich her, warum bin ich hier, was ist der Grund meiner Existenz und was ist das Ziel mal von meinem Leben und was kommt überhaupt, wenn ich den Körper ablehne, was kommt nachher, das sind schon Fragen, die mich interessiert haben und es konnte mir keiner irgendwie beantworten. Und irgendwann mal, ich kann das nicht mehr so jetzt zurück eruieren, genau wann, in welchem Jahr. Ich weiß nur, irgendwann mal wurde mir klar, dass ich auf dem rationalen Weg keine Antworten auf meine Fragen bekomme. Weder über Philosophie noch in Religion. Was habe ich alles versucht? Und wo habe ich überall Antworten gesucht? Und dann habe ich mich irgendwann mal entschlossen, auf mystischem Wege zu suchen. Und habe da mal Opium erwischt und habe mit Haschisch, habe also sehr viel Haschisch dann geraucht. Und so kam ich nachher auf auch auf halluzinogene Drogen, die ich also wirklich geliebt habe. Also LSD und Pilzsubstanzen und so. Und ich lernte dann auch eine andere Welt kennen. Das war eine okkulte Welt. Ich lernte einiges kennen, was, ja, das müsste ich dann fast erzählen, welche Aggressionen ich entwickelt hatte. Ich weiß nicht, ob irgendwie das noch an die Reihe kommt oder ob ich das gerade sagen soll, dass ich eben wüste Schlägereien gehabt habe. Ich hatte so eine Zeit, wo ich immer eingeschlafen bin. Wenn ich irgendwo in einer Wirtschaft Alkohol genommen habe, mit einigem anderen noch zusammen und habe dann, ich bin dann oft eingeschlafen, ich hatte so eine Zeit lang und wenn man mich dann geweckt hat, dann habe ich ohne Vorwarnung einfach zugeschlagen, es war wie ein Reflex und ich will das jetzt nicht lange ausmalen, einfach, ich habe hier unglaublich wüste Schlägereien gehabt und Gerichtsverhandlungen wegen Körperverletzung. Und wegen gemeingefährlicher Körperverletzung und so Sachen. Und ich weiß nur, dass ich einmal in einer Schlägerei unglaubliche Sachen habe hochheben können. Habe auch einen Menschen über meinen Kopf heben können und an die Wand werfen. Und als man mich einmal nach einer Rauschnacht an so einen Tatort geführt hat, wo ich alles kurz und klein geschlagen habe,
habe ich da mal probiert, einen Tisch anzuheben, welchen ich angeblich einfach so umgekehrt habe. Das war ein Riesen, also lange Eichentisch in einer Bauernwirtschaft. Und ich habe gemerkt, ich kann den nicht so viel anheben. Ich bin so erschrocken. Ich habe mich gefragt, was lebt denn in mir und welche Kräfte beherrschen also mich ab und zu fast 100% und übernehmen die Kontrolle über mich und so. Und von diesen Mächten und Kräften lernte ich dann in der Drogenwelt auch einige kennen und hatte das Empfinden, ich kann sie beherrschen. Ich kann ihnen befehlen, Dinge für also mich zu tun mit meinem angeschlagenen Selbstwertgefühl und so, mit dem also Minderwert. Dann habe ich so einige fiese Spielchen gemacht, okkulter Natur. Also widerlich eigentlich. Aber ich fand auch hier keine Antworten auf meine Fragen. Wo komme ich her? Warum bin ich da? Und so, ich lernte einiges kennen, kriegte einige Antworten, aber nicht, was mir wirklich aus meiner Misere hat helfen können. Gero Herrendorf hat einmal gesagt, dass er vieles gar nicht mehr weiß. Er ist von Rausch zu Rausch und das über eine lange Zeit und viele Dinge, die hat man ihm dann erzählt, die wusste er nicht mehr. Aber jetzt, Gott sei Dank, Gero, es kam ja dann zu einem ganz speziellen Erlebnis. Du warst auf der Suche nach Wahrheit. Das hat dich interessiert, hast überall eigentlich gesucht, wurdest nicht fündig. Aber dann hat sich eine Tür aufgetan und du hast ein überaus spezielles Erlebnis machen dürfen. Berichte uns von diesem ganz speziellen Erlebnis. Ja, ja, das ist eigentlich so, dass ich lernte mal eine Frau kennen. Und die erzählte mir vom Jesus. Und ich weiß nur, dass ich mich wahnsinnig aufgeregt habe über diesen Absolutheitsanspruch. Und das kam mir alles so komisch vor. Und irgendwann mal, die also ließ einfach nicht locker. Und dann irgendwann habe ich ihr mal gesagt, bring hier mal die Bibel. Also Esther ist ihr Name. Und dann hat sie die mitgebracht, die Bibel, ihre, einfach so eine ganz übliche Lutherbibel. Und ich fing an zu lesen in ihr. Und ich muss sagen, ich regte mich noch viel schlimmer auf über die ganze Sache und habe gedacht, Menschenskinder, wie können denn Millionen Menschen sowas glauben? Das ist ja irgendwie ein Märchen für Erwachsene. Ja, habe ich so gelesen. Jesu Himmelfahrt oder die Jungfrau Geburt. Oder dann, kann ich mich erinnern, habe ich die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan gelesen. Oder er aus Wasser Wein macht. Das hat mich jetzt schon noch interessiert und fasziniert. Dachte, vielleicht gibt es irgendein Rezept oder sowas da. Und es ging immer irgendwie so weiter. Und ich merkte, ich kann das nicht lesen. Ich habe das nicht begriffen, wirklich nicht. Nur aufgeregt habe ich mich. Und irgendwann war so ein Anlass, da hat man mich eingeladen und ich habe erst noch gedacht, ja, was soll ich wirklich mit dem Jesus und wenn mich da Freunde sehen oder irgendwelche Kollegen, kam ein Riesenscham auch über mich und so. Aber es war schon fast 10 Jahre, wie das alles lief. Ich habe mich dann wie überredet oder wer auch immer das war und habe mir auf einmal gesagt, also eigentlich habe ich alles versucht in meinem Leben, eine Antwort zu bekommen, mein Leben in die Hand zu bekommen, meine Abhängigkeiten, übrigens hatte ich zig Entzugskuren auch hinter mir und irgendwann mal hatte man also mich entlassen und hat gesagt, man könnte mir wirklich nicht helfen, ich wäre ein hoffnungsloser Fall, ich weiß nicht, vielleicht noch der 7. Entzugskur. Und da habe ich mir gesagt, also ich kann ja eigentlich nur gewinnen.
ich kann ja nichts verlieren. Also was soll's? Scham hin oder her. Und Esther und ihre Freundin, also holten mich ab und dann fuhren wir in so einen evangelistischen Anlass, einfach von einer christlichen Gemeinschaft. Und ich weiß noch, ich bin in die letzte Reihe hinten, in die letzte, also in die Mitte, dass ich schön meinen Rücken abgedeckt hatte. Und ich wollte alles vor mir haben und so. Und dann kamen einfach so, ja, so zwei, drei alte Lieder für mich, wenn ich so sagen darf. Und dann eine Predigt. Ich habe kein Wort verstanden, was er davon erzählt. Und was dann sehr eigenartig war, in dieser trockenen Atmosphäre eigentlich, fing ich plötzlich an zu zittern. Also es ist über mich gekommen, wie soll ich sagen, wie Schüttelfrost. Und dann fing ich an zu weinen. Das war so schlimm. So schlimm. Ich habe so weinen müssen. Mir ist nur noch das Wasser so runtergelaufen und es schüttelte mich. Und dann haben sich die Leute langsam umgedreht. Ich schluchzte ganz laut. Ich konnte das nicht zurückhalten. Und schlimmer war, ich wusste nicht, wieso. Ich wusste nicht, was mit mir geschieht. Und eben einige haben sich umgedreht. Vielleicht war das auch nicht so üblich in ihren Reihen zu der Zeit. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle war das dann zu Ende und dann kamen also Esther und ihre Eltern auf also mich zu und gefragt, was denn los ist und ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ja, ob ich mich irgendwie bekehrt hätte. Also, ich habe gar nicht gewusst, was sie von mir wollen oder so. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nur eins, ich muss jetzt alleine sein. Und dann bin ich mit ihnen zu ihnen, also nach Hause gefahren und das war so, dass ich muss das vielleicht noch so einschieben, dass ich eigentlich lange Zeit einige Räusche in ihrem Haus ausgeschlafen habe. Das heißt, sie hatten ein offenes Haus und sie hatten irgendwie den Glauben, dass Jesus und der Glaube an ihn mein also Leben enden kann und haben einfach offene Herzen, offene Türen gehabt, waren immer voller Liebe und ich habe das auch weitlich ausgenutzt in meiner Abhängigkeit und habe dann, wenn ich schlecht zu Eck war, irgendwo Esther angerufen. Oh, Esther, mir geht's nicht gut. Und die Esther hat mich immer abgeholt und so. Das habe ich wirklich ausgenutzt. So ist man, wenn man abhängig ist, irgendwo ein bisschen ein Schweinehund. Also, und dann hatte ich wie mein Rausch aus Schlafzimmer, wie ich das nannte, in ihrem Haus. Und ich bin in dieses Zimmer hineingegangen. Habe die Tür hinter mir zugemacht und habe dann so in den Raum hineingefragt, also wer immer du bist, ich weiß es nicht, andere sagen Jesus oder irgendwo Gott oder höhere Macht oder so, aber wenn du das gewesen bist mit diesem Zittern und Weinen und die ganze Geschichte, dann möchte ich dich jetzt kennenlernen. Und dein Herr hat das gemacht, boah, also so, nicht laut, es war wie eine Explosion, ja, und ich war in einem unglaublichen Licht. Ich habe also sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Es war unwahrscheinlich. Also ich habe viele Farb- und Lichterlebnisse gehabt auf meinen Trips und so. Aber so ein klares und reines Licht, das habe ich mein Leben noch nie gesehen. Und irgendwo erahnte ich schon, jetzt ist irgendwo, jetzt hat sich mir etwas gezeigt und was dann nachher so eigenartig war, im nächsten Augenblick wusste ich komme um, ich halte das Licht nicht aus, ich ertrage diese reine Klarheit nicht, diese Helligkeit, ich ist schwer zu beschreiben. Ich wusste, ich komme um darin. Und dann hatte ich in mir so wie die Frage, es macht doch keinen Sinn, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, oder? Dann hatte ich ein riesiges Fragezeichen in mir. Und daher ist so wie, es ist so schwer zu beschreiben, so eine Erfahrung. Da ist dieses Licht wie über eine Schlucht rüber auf eine andere Seite.
Und ich sah das noch in einiger Entfernung. Das war nicht mehr so lebensbedrohlich. Ich konnte wieder wie Luft holen und überleben. Und dann hatte ich so ein ambivalentes Gefühl in mir. Es zog mich wahnsinnig zu diesem Licht. Und ich wusste auf der anderen Seite, ich kann nicht überleben in dem Licht. Das ist nicht möglich. Und da hatte ich eben ein riesiges Fragezeichen. Und was nachher war, es ist alles so schwierig, dieses so rational zu erklären, so Erfahrung. Es war wie, als würde mein Leben zurücklaufen in einem Zeitraffer. Und ich sah mich bis in die Kindheit hinein und immer so Episoden, wo ich zum Beispiel über einem philosophischen Werk saß und am Suchen war nach Wahrheit. Und ich erkannte plötzlich, dass ich viele Teilwahrheiten menschlicher Natur kennengelernt hatte, aber die Frage, die mir hätte helfen können, also Antwort meine ich, habe ich ja nicht bekommen. Und dann habe ich eine sehr eigenartige Erfahrung gemacht. Ich hatte immer das Empfinden, ich habe mein Herz am rechten Fleck, mit mir kann man auf Pferde stehlen, ich bin ein anständiger Kerl und so, ich habe zwar keine weiße Weste, oder? Aber es gibt also noch hunderte von anderen, wo viel schlimmer sind als ich. Das war so meine Sicht von mir. Und plötzlich, das ist so schwer zu beschreiben, ich habe das anschließend lesen können, oder dass ich von der Sünde überführt worden bin. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, plötzlich. Das hat mir ja auch keiner erzählt, oder? Dass ich mich nicht zu einem Sünder irgendwo entwickelt habe aufgrund meines schlechten Lebenswandels, sondern dass ich als Sünder in Schuld von einem unvollkommenen Ehepaar gezeugt zur Welt gekommen bin und eigentlich nicht anders handeln konnte als ich bezogen im Egoismus. Andere für meine Zwecke ausnutzen und so weiter und so fort. Und ich sah plötzlich, dass man irgendwie mich erlösen muss. Ich muss erlöst werden, oder? Auf einmal sah ich bin verloren. Das war so schrecklich. Ich habe so ein riesiges schwarzes Loch erlebt. Das kann man nicht beschreiben. Ich wusste plötzlich, ich bin absolut verloren. Und irgendwas und irgendwer muss mich retten. Und dann habe ich mit einem riesigen Erschrecken plötzlich realisiert, mich kann kein Mensch erretten, mich kann keine Religion erretten, mich kann keine Theorie erretten, keine Geschichte oder was auch immer. Und mein Fragezeichen wurde riesig. Und nachher fand ich mich auf einmal in einem Gerichtssaal wieder. Richtig, es war also... Oder wenn ich sage, ich habe das wie im Kino erlebt, ist das viel zu schwach formuliert, weil ich war wie in alles involviert. Wie zum Beispiel als Schauspieler in der Rolle eines Angeklagten. So habe ich das erlebt, das live. Und ich wurde angeklagt und dann sah ich plötzlich an einer Wand alles aufgezeichnet von meinem Leben. Also ich kann schlecht beschreiben, was das in mir bewirkt hat. Ich sah jeden Gedanken, alles, was ich je getan habe, innerlich, heimlich, alles war aufgezeichnet. Alles war offen. Und ich wurde dann angeklagt und ich wurde verurteilt zum Tode. Und ich muss einfach sagen, ich hatte keinen Einwand mehr. Ich wurde so überführt von meiner Schuld. Ich war so überzeugt, das geschieht mir zu Recht. Ich habe nichts anderes verdient. Und ich kam dann in eine Zelle und irgendwie wartete ich auf meine Hinrichtung und ich sah so aus einem Gitterfenster heraus und hörte so in einiger Entfernung einige Stimmen und ich sah plötzlich, wie auf einem Hügel ein Holzkreuz errichtet wurde. Und irgendwo wusste ich, das hatte mir auch niemand gesagt, aber ich wusste innerlich, ich werde an das Kreuz kommen. Das war irgendwie klar, ich komme an das ist
mein Kreuz, wo ich rankomme. Und dann hörte ich Schritte auf die Zelle zukommen und habe ich gedacht, so jetzt geht's auf die letzten Meter meines Lebens. Das ist alles so schwer zu beschreiben. Ich wusste einfach, jetzt holt man mich ab. Jetzt ist Ende. Und in der Zeit, wo ich die Schritte hörte auf die Zelle zukommen, sah ich, wie ein anderer an das Kreuz geschlagen wurde. Und es war so ein Augenblick, ich konnte nicht wegschauen. Es war so unglaublich. Und dann ist die Zellentür aufgegangen. Und naja, ja, da kam jemand rein und hat mir meine Fesseln abgenommen und hat gesagt, ich wäre frei. Ich könnte gehen, ein anderer hätte bezahlt. Und da sagt, was? Und ich hab irgendwie die Welt nicht mehr verstanden und wollte ihn fragen, wer das war. Ich glaube, ich weiß noch, ich fragte ihn, ob das irgendein Freund von mir war, aus meinem Freundeskreis. Ja, es war eine blöde Frage, aber es war so. Und ich kriegte dann keine Antwort. Er verschwand irgendwie, diese ganze Szene. Und ich fand mich plötzlich in meinem Zimmer wieder, auf den Knien, am Bettrand. Und dann kam dieses Kreuz, was ich vorher aus Holz sah, in diesem unglaublichen Licht, wie ich das am Anfang erlebt habe, in mein Zimmer und überflutete alles wieder. Das war unglaublich. Und dann hörte ich plötzlich eine Stimme sagen, ich habe so wie eine schemenhafte Gestalt wahrgenommen, und ich hörte eine Stimme sagen, ich habe für dich bezahlt. Willst du das annehmen oder nicht? Und es ist mir wie Schuppen von meinen Augen gefallen. Und ich habe den Herrn erkannt. Ich wusste plötzlich, ja genau, das ist ja Jesus. Jesus hat für meine Schuld bezahlt, weil er schuldlos ist und nur er konnte mich erlösen. Und dann habe ich Ja zu ihm gesagt. Ja, wie man das so sagt, ja, oder zu der ganzen Sache. Und was ich denn anschließend erlebt habe, das ist auch so unglaublich schwer zu beschreiben. Ich wurde dann in das Licht hineingezogen selber. Und das war alles Licht an mir, das war unbeschreiblich. Ich weiß heute, dass ich zuerst habe ich gemeint, ich habe unheimlich lange Beine, oder? Und ich merkte plötzlich, dass ich irgendwo irgendwie erhoben worden bin, und ich weiß nur, ich wusste plötzlich, ich habe ewiges Leben erhalten. Ich hatte das auch erst alles nachher lesen können, dass ich hier die Wiedergeburt erlebt hatte. Ich wusste plötzlich, ich bin auf jeder Welt, weil er das wollte. Er ist mein Schöpfer. Meine Eltern waren eigentlich nur Exekutive seines Willens, wenn man das so will. Ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ist so. Und ich wusste, ich bin geliebt, ich bin angenommen, wie ich bin erlöst und erkauft, und ich habe unzerstörbares, ewiges Leben in mir. Das hat natürlich ein unerhörtes Maß an Heilung auch freigesetzt. Und ich muss ein Erlebnis hier noch anfügen, das ist noch wichtig. Also ich war dann irgendwo eine Zeit lang, andere vielleicht sagen im Himmel, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war so schön, dass ich gesagt habe, Herr, jetzt musst du aufhören. Ich zerplatze fast vor Glück, ich halte das nicht mehr aus. Das ist sowas Schönes und so. Und dann kam ich in die Zeit, ja, in das Reale zurück. Oder in hier die, in unsere Zeit, ja, das andere ist ja nicht weniger real. Und ich schaute dann auf die Uhr und realisierte, dass die anderen mich vorher gefragt hatten, ob ich mich bekehrt hätte. Und da wusste ich ja nicht, was sie fragen. Und da dachte ich, wow, jetzt weiß ich, was sie meinen. Jetzt gehöre ich auch zu ihnen, jetzt muss ich ihnen das sagen. Und bin ich aus dem Zimmer heran in das nächste Zimmer hinein. Und es war eben so, dass, ich hatte erwähnt, es war ein offenes Haus, oder? Und Esther hatte eine Freundin, aber die war also nicht gläubig. Das war eine Arbeits-
Kollegin und ich kannte sie vielleicht seit 2 Jahren. Und wir hatten sowas in der Joint-Freundschaft. Wenn wir was los hatten, habe ich sie eingeladen. Und wenn sie was los hatte, war ich eingeladen. So, also einfach eine Kameradschaft, kann man sagen. Aber sie wollte vom christlichen Glauben überhaupt nichts wissen. Ich wusste das. Und ich komme in das Zimmer hinein und sie hat zu der Zeit hier in dem Zimmer übernachtet und lag auf so einer Couch und las ein Comic und ich komme rein in das Zimmer, sie schaut mich an und fängt zu schreien an, wie am Spieß. Achso, und das war so eine, wie die Schweizer sagen, so eine Wehrschaft der Oberländerin, also nicht sonst schnell zu erschrecken, die war nicht so schreckhaft. Und ich mache noch so einen Schritt auf sie zu und sage, aber Katrin, was ist denn los? Und sie schmiss den Comic weg und zog eine Decke über den Kopf und schrie, dass ich machen soll, dass ich aus dem Zimmer komme. Und da schaue ich denn so rüber, links rüber, da war Esther, als ich reinkam, erst mit dem Rücken zu mir und schaute zu mir und ich fragte so, Esther, was ist denn los? Und sie hat so ihre Hand vor ihre Augen gehalten. Und dann habe ich gesagt, du hast euch ausgehängt oder was? Dann sagt sie, du, man könnte mich nicht anschauen. Sag ich, wieso nicht? Und dann hat sie etwas Eigenartiges geantwortet. Sie sagte, sie sieht das neue Jerusalem in meinen Augen. Was? Ich habe nichts verstanden, oder? Ich weiß nur, dass ich rausgerannt bin und aufs Klo und habe so in den Spiegel geschaut, ob ich da irgendwelche Häuser wahrnehme. Ich sah nur völlig anders aus, also mehr habe ich nicht wahrgenommen. Und das war so, dass Katrin ist noch wochenlang, wenn wir uns in der Altstadt irgendwo begegneten, wenn wir so aufeinander zu, ist sie auf die andere Straßenseite rübergegangen. Es hat, hier ist auf eine Art richtig Licht und Finsternis kamen hier also zusammen. Und ich habe mich oft gefragt, ich konnte einiges oder vieles einordnen, so. Aber hier habe ich immer den Herrn gefragt, wozu er dieses, ja, was das für einen Zweck hatte, das Ganze. Und es war so, dass ich wirklich mal nach einigen Wochen oder Monaten, weiß nicht mehr genau, urplötzlich ist wie eine Riesenwelle von Zweifeln über mich gekommen. Ob das, was ich so visuell erlebt hatte, wirklich real war, oder nach Hunderten von Trips und LSD und weiß ich was alles. Und ich habe so einen Schreck bekommen, habe gedacht, Mensch, wenn das sich wieder als Luftschloss erweist, also, naja, Kopfschuss, oder? Und ich bin nach Hause gerannt, ich weiß das noch, und schrie richtig zum Herrn, Herr, was ist los und so. Und hier hatte ich das Empfinden, ich hörte ihn wie ein zweites Mal, also laut reden und mir sagen, Zweifel in der Art und Weise kommen also nicht in Frage. Aber ich sage, wieso nicht? Sagt er, er hätte mir 2 Zeugen gegeben. Eine gläubige und eine ungläubige Frau, dass seine Herrlichkeit über mich gekommen ist. Etwas, was ich nie hätte irgendwo produzieren können mit irgendwas und so. Und dann sind die Zweifel nachher weg wie ein Nebel in der Morgensonne. Und so kam ich zum Glauben. Und vielleicht noch 2 Sachen. Ich hatte einen unglaublichen Hass auf die Menschen. Wirklich, ich hatte so eine Aggression in mir. Jeder Mensch war Feindbild für mich. Und ich konnte das fast nicht fassen. Ich liebte plötzlich die Menschen. So, von einem Moment auf den anderen, oder? Das war auch etwas. Da habe ich realisiert, es ist etwas von außerhalb in mich hineingekommen und hat mich verändert. Und das Zweite war, ich schlag am nächsten Morgen die Bibel auf. Das war ja nahe die gleiche Bibel. Oder? Und ich konnte ja sie wirklich nicht lesen. Und plötzlich habe ich gedacht, sie hätten die heimlich ausgetauscht in der Nacht. Das war die gleiche Bibel, oder? Und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Das war wie ein Liebesbrief an mich geschrieben. Ich weiß, das war das Johannesevangelium. Ich habe das verschlungen und verschlungen und verschlungen. Und das waren so 2 Zeichen auch, oder dass das alles
unglaublich real war, was ich da erfahren hatte. Und ich meine, was natürlich geblieben ist, es hält schon über 30 Jahre an und wird immer schöner. Ja. Und ich war frei von allen Drogen. Das ist ja die Hauptsache, habe ich fast vergessen. Ja, nein, die Hauptsache ist es nicht, aber das war ein wesentlicher Punkt. Man hatte gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall und ich war einfach frei. Und ich hatte auch keinen Entzug und nichts. Ich musste nur dann lernen, frei zu bleiben und mir meine Freiheit nicht wieder rauben zu lassen. Das kommt dann vielleicht nach. Das, ja. Ich finde es etwas ganz Gewaltiges. Vor allen Dingen auch das Erlebnis, das Gero machen durfte, wie Jesus Christus ihm auf ganz persönliche Art und Weise begegnet ist. Und vielleicht ist es jetzt auch bei Ihnen so, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, dass Sie sagen, danach habe ich mich ein Leben lang gesehnt. Das möchte ich auch. Genau diese Beziehung, eine persönliche Beziehung, die möchte ich. Gero, was soll jemand tun? Spricht man da ein Gebet? Wie macht man das? Und wenn, bitte, dann sprich doch das Gebet, dass wenn jemand das jetzt machen möchte, dass diese Person das gleich tun kann. Ja, also ich würde sagen, der Herr sagt, dass er auf das Herz schaut. Das kommt dann nicht so oft die Formulierungen an, dass es irgendwie ein schön geformtes Gebet ist, sondern ich würde sagen, man kann so beten, dass man irgendwie sagt, Herr, ich habe erkannt, dass ich mein Leben in Eigenregie, in Unabhängigkeit von dir erlebt habe. Du bist mein Schöpfer und Retter und komm in mein Herz. Ich öffne mich dir. Ich will alle Eigenregie ablegen und komm und übernimm die Führung in meinem Leben. Ich übergebe mich dir. Komm in mein Herz, Jesus, und führe und leite mich ab heute. So würde ich etwa beten. Gero, und wenn das jetzt jemand gemacht hat, Gott nimmt solche Sachen ja wirklich ernst, das haben wir gemerkt, da bist du auch das beste Beispiel, er gibt Antwort. Was soll jemand jetzt tun? Weitere Schritte, wenn jemand gesagt hat, doch, auf diesen Jesus lasse ich mich ein. Also ich empfinde, dass es also wichtig ist, eine christliche Gemeinschaft zu suchen. Ist eigentlich wurscht, welche, das ist nicht so wichtig. Aber wichtig ist, Menschen, welche Jesus Christus im Zentrum haben und sich entschieden haben, ihm nachzufolgen und also nach seinen Richtlinien zu leben und mit solchen also Menschen zusammen zu sein und vorwärts zu gehen, vielleicht in der Form von einer Kleingruppe oder ja, es gibt große und kleine christliche Gemeinschaften. Auf jeden Fall nicht alleine durchwursteln. Das hat Jesus schon gesagt, dass man zusammen vorwärts gehen soll. Vielen herzlichen Dank, Gero, für deine Ermunterung, aber auch Herausforderung, das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und das, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das wünschen wir auch Ihnen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen.